Dieter Erzfeind Glashäufer Umlauf. Es wird Zeit für den nächsten Schritt. Ich will, dass nur einer von uns leidet. Ich verschaffe dir den schlimmsten Tag deines Lebens. Den longest day. Irgendwann bekommst du diese Kassette hier. Da sind alle Anweisungen drauf, die du wissen musst. Ja, und wann ist dieser Tag? Wann genau das ist, weiß niemand. Oh, bitte, ey. Ich hatte ja die Idee zu dieser großartigen neuen Rubrik The Longest Day und dementsprechend durfte ich auch anfangen. Klaas wiederum wusste nüschte, ne? Der saß einfach nur nichtsahnend im Büro. Und bei Klaas ist es auch gar nicht so schwer, den schlimmsten Tag des Lebens zu gestalten. Ja? Da darf es nicht viel. Deswegen war auch die Frage nicht so sehr, was organisiert man ihm, sondern wen. Also, ich bin ganz gespannt, wie Klaas diesen Moment hier gehen wird. Ja? Zweite Tür links. Es gibt für Klaas halt wirklich niemand Nervigeren auf der Welt als Ross Anthony. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Hi, Klaas Anthony. Niemand. Absolut niemand. Aua. Aua, aua. Eine große Überraschung heute, ne? Ja. Was ist denn hier los? Ich hab irgendwas hier. Ah, was ganz Wichtiges, ne? Ja, Joko hat's mir gegeben, ne? Ja. Und jetzt kommt natürlich ein passender Song. Ja. Wer weiß, was wir heute noch so erleben. Wer weiß, oh. Zum Knuddeltyp, ne? Herzlich willkommen zu deinem Longest Day. Mein guter Freund Ross Anthony wird dich heute an die Hand nehmen und mit dir den ganzen Tag verbringen. Die einzige Regel lautet, mach alles, was Ross dir sagt. Du hast den Tag überstanden, wenn ihr heute Abend ein richtig gutes Team abgebt. Viel Spaß, LOL, Joko. Was machen wir? Gehen wir in die Öffentlichkeit jetzt etwa? Ja. Oh. Wir machen was ganz Besonderes. Wohin fahren wir denn? Wir müssen das sozusagen ein bisschen langsamer aufbauen, dass du da reinkommst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie man sagt, oh. Er gehört zu mir, wie ein Name an der Tür. Ja, was soll ich jetzt erkennen? Klaas! Ja, wie soll man sagen? Ross Anthony hatte so eine Art Generalvollmacht über Klaas für den Tag und wir hatten uns gemeinsam noch ein paar schöne Tagesordnungspunkte ausgedacht. Steig ein und flieg mit mir heute Nacht im Kettenkarussell. Oh. Übrigens, meine liebe Zuschauer, Alben ist schon erhältlich. Ja. Finde ich toll. Ich weiß noch, wie ich Ross gesagt habe, ja, du bist eine frohe Natur, immer gut drauf, immer einen Song auf den Lippen, einen Witz, ne? Immer am Unterhalten. Ja, und ich habe gesagt, an dem Tag, wo du Klaas triffst, kannst du gerne noch eine Schippe drauflegen. Dann muss ich immer alles mitmachen, was er sagt? Ja, natürlich. Ja? Ja. Ja. Dann kamen die beiden an ihrem ersten Stop an und ich sag mal so, ich glaube, selbst wenn Klaas es sich nur vorgestellt hätte, wäre es das mit Abstand Schlimmste, was er sich ausmalen könnte, was in seinem Leben passieren kann. Wir machen was ganz Besonderes zusammen. Ich kenne Klaas wirklich gut mittlerweile, ne? Und der ist ein aufgeschlossener Typ, so nicht weltfremd, aber das Thema Esoterik, da stellen sich ihm die Kimmhärchen auf. Und Selbsterfahrung, Körper besser kennenlernen, bla bla bla, ne? Nicht seine Welt. Und dann dachte ich mir, schicke ich ihn mit Ross doch mal zu meiner guten Freundin Rosi. Hi, hi. Ich bin Ross Anthony. Das ist ein Eselquatsch. Hi, ich bin Klaas. Hi. Hi. Na? Rosi. Hallo, ich heiße Klaas, moin. Du weißt nicht, was dich erwartet? Nee, ich weiß nicht, was mich erwartet. Freut sich. Rosi ist eine Veranstalterin. Eine Partyveranstalterin. Also jetzt nicht so Partys, wie man im ersten Moment denken würde, aber in Berlin ist sie eine derbe angesagte Partyveranstalterin. Ich mache ja sonst meistens samstags abends die Kuschelpartys. Kuschelpartys. Und ihr habt heute jetzt Privatunterricht gebucht. Oh Gott, ey. Ich hatte mit Rosi besprochen, dass sie die beiden in die fabelhafte Welt des Kuschelns einführen möchte. Genau, so deine Arme mal berühren. Erstmal ein bisschen selber streicheln, ne? Langsam und vorsichtig. Jetzt schon merkt, wenn es einem schon unangenehm ist, wenn man sich selber anfasst. Wie soll das erst werden, wenn er das macht? Ja, dann muss natürlich irgendwann auch der Moment kommen, wo die beiden sich näher kommen. Ja, dafür machen wir das Ganze ja schließlich. Ja.
Was? Nein. 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 Lieber Gott, lass Abend werden. Diese Angst, wenn man andere Lebewesen nicht berühren möchte, ne, das nennt man übrigens Afephosmophobie. So, und ich dachte ja, für Klaas ist es vielleicht eine Möglichkeit, auch seine Angst mal zu überwinden. So eine Art Katharsis. Ich bin ja kein Unmensch. Trau dich. Also ganz schöne Biertitten, ne? Ja, ist nicht schlecht, ne? Ja. Aber da muss man natürlich auch mal was riskieren, ne? Und an seine Grenzen gehen. Weißt du, meine Hände waschen? Ja, dann musst du ganz vorgehen. Ganz vorne. Eine. Und dann dürft ihr Löffel. Löffelchen, ne? Popo an Pimmel und andersrum. Ross, ich spüre deinen warmen Atem in meinem Nacken, Ross, Anthony. Was essen wir morgen früh? Oh Gott, das ist wirklich wie eine Demo-Version eines Lebens. Wenn man zwei, dreimal im Leben falsch. Hörst du jetzt auf? Hör auf, jetzt fängt er hier an. Wirklich, Rosi, wo ist der Gong? Habt ihr das gesehen, was er gemacht hat? Ross hat sich einfach super eingebracht. Ne? Tolle Ideen hat der Mann gehabt. Das war doch hier, war das doch jetzt alles, oder? Ja, und Klaas hat wahrscheinlich schon gedacht, jetzt ist Schluss. Ne? Aber falsch gedacht. Rein ins Auto und noch mal weiter. Sag mal wenigstens, was jetzt los ist. Nein, es ist eine Überraschung. Ich habe keinen Bock mehr auf Überraschungen. Ja, du kannst doch aufgeben, Klaas. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Ich will ein Cowboy als Mann. Heißt ja nicht umsonst The Longest Day. Joko? Dieser Pisser, ey. And you've got your pretty